In diesem Video geht es um die Trainingsvor- oder Nachbereitung mit dem Schwerpunkt Beweglichkeit. Dabei haben wir einige Übungen zum statischen Dehnen integriert, bei denen ihr die Dehnung 20 Sekunden lang halten sollt. Darüber hinaus gibt es ein paar dynamische Beweglichkeitsübungen, die aus diesem bewährten Muster ausbrechen. Bei der ersten Übung startet ihr im Liegen mit ausgestreckten Armen und Beinen. Ihr müsst nun zuerst das linke Bein angewinkelt über das ausgestreckte rechte Bein legen und euch auf die linke Seite drehen. Winkelt das rechte Bein nun auch leicht an und achtet darauf, dass eure Arme möglichst viel Bodenkontakt haben. Wechselt nun die Ausrichtung auf die andere Seite. Begebt euch nun in den Vierfüßlerstand und streckt eure Arme etwas weiter von eurem Oberkörper weg. Bewegt nun euren Oberkörper nach hinten in Richtung der Füße und dann wieder nach vorne, bis eure Schultern auf Höhe eurer Hände sind. Achtet während der gesamten Ausführung auf genügend Körperspannung und eine langsame Ausführung. Übung Nummer 3. Hier ist eure Ausgangsposition der Ausfallschritt. Nun müsst ihr euren Oberkörper in Richtung eures linken Knies bewegen und den linken Arm unter eurem Bein hindurch bewegen. Achtet bei dieser Übung auf eine langsame Ausführung und einen sauberen Ausfallschritt. Bei der nächsten Übung startet ihr im Stehen und überkreuzt nun eure Beine. Ihr bewegt euren Oberkörper mit beiden Armen in Richtung des vorderen Fußes und versucht mit den ganzen Händen den Fuß zu berühren. Führt die Übung nun auch zur Gegenseite aus. Die nächste Übung beginnt ihr im Knien. Bewegt nun euren Rumpf nach unten Richtung eurer Fersen und streckt zeitgleich euren Oberkörper mitsamt den Armen nach vorne. Im nächsten Schritt bewegt ihr euren Oberkörper erst wieder in eine aufrechte Position und lehnt euch dann so weit wie möglich nach hinten. Legt ihr euch auf den Boden und streckt eure Beine aus. Bewegt nun ein Bein mit dem Knie in Richtung des Oberkörpers und zieht es mit den Armen so nah wie möglich an euren Rumpf heran. Achtet darauf, dass das andere Bein immer durchgestreckt ist und der restliche Körper immer den Boden berührt. Wechselt nun das Bein. Für diese Übung benötigt ihr eine Erhöhung. Stellt einen Fuß vor der Erhöhung auf den Boden und legt den anderen darauf ab. Lege nun das Knie deines hinteren Beins auf den Boden und versuche deinen Oberkörper so weit wie möglich aufzurichten. Achte darauf, dass du nicht dein gesamtes Gewicht auf dem Knie ablegst. Jetzt folgt der Seitenwechsel.
Bei Übung 8 platziert ihr euer vorderes Bein angewinkelt auf den Boden, wobei sich euer Fuß unter dem Gesäß befindet. Das hintere Bein ist gestreckt und hat mit dem Knie sowie den Zehenspitzen Kontakt zum Boden. Richtet nun langsam euren Rumpf auf und löst die Hände kontrolliert vom Boden. Wechselt nun die Seite. Für die letzte Übung stellt ihr ein Bein gestreckt auf und kniet euch auf das andere. Bewegt euch und euren Oberkörper auf euren Händen nach vorne und im Anschluss weit nach hinten. Der Körperschwerpunkt liegt nun über der hinteren Ferse. Versucht, die Position zu halten. Jetzt wechselt ihr wie gewohnt die Seite.